Moin Leute, der Angler stellt sich natürlich jedes Mal die Frage, wo sind denn die Fische gerade? Und wir haben festgestellt, gerade bei extremen Temperaturen, das heißt, wie sie momentan zu finden sind, nachts haben wir so zwischen 12, 13, 14 Grad und tagsüber teilweise 27, 28 Grad oder aber auch im Winter. Wenn wir da extreme Temperaturschwankungen oder extreme Temperaturen haben, haben wir festgestellt, dass die Fische sich immer wieder an dieselben Orte zurückziehen. Das können zum Beispiel tiefere Teile eines Gewässers oder aber auch Kanten oder spezielle Sachen wie in diesem Fall die Stege sein. Das heißt, die Forelle wird sich immer wieder an Rückzugsort, zum Beispiel auch mit Schatten, Seerosen oder einen Wassereinlass suchen, wo sie sich so ein bisschen unterstellen kann, wo sie wirklich die besten Temperaturen findet. Für weitere Videos im Bereich Forellenangeln folgt mir doch gerne.